Niklas Erbeck rückte für den verletzten Tobias Müller auf die 6 in dieser so wichtigen Partie. Chemnitz will den Auftakt in den heißen Herbst gewinnen, um dann irgendwann Anschluss herzustellen ans Mittelfeld. Heute dieses Spiel hier in Luckenwalde und dann geht's ja weiter gegen das Schlusslicht aus Plauen. Das hier ist der neue Mann, Jongmin Seo, mit dem ersten Abschluss. Chemnitz dominierte die Partie. Nach 20 Minuten dann kurz mal Luckenwalde, Jacobi gegen Erbeck. Der hatte sich den Kopf gehalten. Gefährliches Spiel, gelb entscheidet Schiedsrichter Pilz. Der Luckenwalder war schon vorbelastet und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Chemnitz drückend überlegen, hat sich diesen Freistoß erarbeitet. Erster Kracher an die Latte genagelt von Mergel. Arto Mergel hatte den Freistoß von Leon Dahmer scharf gemacht in der 27. Minute. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis Chemnitz hier in Führung gehen würde. Luckenwalde mit einer Ecke und daraus entwickelt sich was. Adamczyk hatte Lisek geschickt, der weiter auf Seo. Jongmin Seo, der Koreaner, absoluter Fixpunkt in dieser Partie. Klasse Spiel aus Chemnitzer Sicht mit nur einem Manko. Es fehlt das Tor. Es läuft die 38. Minute. Lisek holt einfach mal aus und drischt das Ding rein, vorbei an Titel, der die kurze Ecke zwar zumacht, aber den Schuss einfach nicht halten kann. Erster Saisontreffer für Nils Lisek kurz vor der Pause und vielleicht ja der Türöffner für mehr. Nach dem Wechsel. Der Bann scheint gebrochen. Chemnitz hatte ja zuletzt immer wieder Chancen herausgespielt, aber eben nicht getroffen. Jetzt über links. Das ist der überragende Mann aus Südkorea. 2-0, Seo, was für ein wunderschönes Tor. Der 22-Jährige belohnt sich und seine Chemnitzer für den hohen Aufwand, den sie hier betreiben. Diese Verpflichtung hat sich gelohnt. Luckenwalde steckt nicht auf, Chemnitz will keinen Boden herschenken und so sieht Zickert noch gelb-rot für diese Aktion gegen Schröder. Das heißt, ab der 66. Minute waren beide Mannschaften zu 10 auf dem Platz. In der Schlussphase wird es noch mal wild. Luckenwalde drückt auf den Anschluss, erst Chaos, dann Gollnack. Reuter schließlich sorgt für kollektive Erleichterung. Der Chemnitzer FC feiert den ersten Dreier seit dem 4. August.